Ja, und kaum im Bundestagswahlkampf angekommen, gibt es schon einen ersten Paukenschlag für die Kanzlerin. Urgestein Erika Steinbach verlässt die CDU und wirbt dann für die AfD. Das berichtet die Welt am Sonntag in ihrer morgigen Ausgabe. Wenn sie am Montag zur ersten Sitzungswoche des Bundestages nach Berlin reist, wird sie schon nicht mehr der CDU-CSU-Fraktion angehören. So etwas hat es in der Geschichte der Union noch nicht gegeben. Angela Knäble berichtet. Seit langem ist sie bekannt dafür, mit Tweets für Furore zu sorgen und mit ihrer rechtskonservativen Meinung anzuecken. Jetzt verlässt die Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach die CDU, tritt auch aus der Fraktion aus. Der Grund, sie wirft der Bundeskanzlerin Rechtsbruch vor, wie die Redaktion der Welt am Sonntag exklusiv erfährt. Sie führt an, die Euro-Krise, wo gegen geltendes Recht gehandelt worden wäre, den Atomausstieg und zuletzt die Flüchtlingspolitik seit dem Herbst des vergangenen Jahres. Ihr Bundestagsmandat will Steinbach aber behalten. Sie war langjährige Präsidentin des Vertriebenen Bundes und ist Menschenrechtsbeauftragte der Unionsfraktion. Jetzt wirbt sie für die AfD. Sie möchte nicht jetzt in die AfD eintreten, sie würde sich aber freuen, wenn die Partei in den Bundestag einzöge. Und so etwas habe ich von einem CDU-Abgeordneten noch nie gehört. Vor allem mit diesem Tweet und der provokanten Überschrift Deutschland 2030 hat Steinbach für Empörung gesorgt. Im Zuge der Flüchtlingskrise sollte das Bild wohl die Vorstellung einer unkontrollierten Masseneinwanderung suggerieren. Dafür erntete Steinbach parteiübergreifende Kritik. Aus. Der Grund, sie wirft der Bundeskanzlerin Rechtsbruch vor, wie die Redaktion der Welt am Sonntag exklusiv erfährt. Sie führt an, die Euro-Krise, wo gegen geltendes Recht gehandelt worden wäre, den Atomausstieg und zuletzt die Flüchtlingspolitik. Dann für die AfD. Das berichtet die Welt am Sonntag in ihrer morgigen Ausgabe. Wenn sie am Montag zur ersten Sitzungswoche des Bundestages nach Berlin reist, wird sie schon nicht mehr der CDU-CSU-Fraktion angehören. So etwas hat es in der Geschichte der Union noch nicht. Ja, und kaum im Bundestagswahlkampf angekommen, gibt es schon einen ersten Paukenschlag für die Kanzlerin. Urgestein Erika Steinbach verlässt die CDU und wird nicht gegeben. Angela Knäble berichtet. Seit langem ist sie bekannt dafür, mit Tweets für Furore zu sorgen und mit ihrer rechtskonservativen Meinung anzuecken. Jetzt verlässt die Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach die CDU, tritt auch aus der Fraktion. Politik seit dem Herbst des vergangenen Jahres. Ihr Bundestagsmandat will Steinbach aber behalten. Sie war langjährige Präsidentin des Vertriebenen Bundes und ist Menschenrechtsbeauftragte der Unionsfraktion. Jetzt wirbt sie für die AfD.